Die meisten Fortsetzungen sind heutzutage nicht mehr überraschend. Vor allem, weil es sie scheinbar wie Sand am Meer gibt. Zum Glück gibt es aber zumindest eine Handvoll Projekte, die niemand hätte kommen sehen können. Dies sind einige der Filmfortsetzungen, von denen du wahrscheinlich nicht wusstest, dass sie kommen. Noch bevor Zack Snyders blutiger Zombie-Heist-Film Army of the Dead im Jahr 2021 auf Netflix seine Premiere feierte, blickten die Produzenten des Films bereits in die Zukunft des Franchises. Während das Ende des Films nicht viel Raum für Fortsetzungen zuzulassen schien, deuteten die ersten Szenen auf eine potenzielle Hintergrundgeschichte. Und genau das ist es, was Netflix plant. Zusätzlich zu einer Anime-Serie, die die Anfänge des Zombie-Ausbruchs erzählt, mit dem Titel Army of the Dead – Lost Vegas, wird der Film 2021 auch ein Prequel bekommen, in dem es um den Safeknacker-Experten Ludwig Dieter geht. Das Prequel trägt den Titel Army of Thieves und wird von Matthias Schweighöfer realisiert, der auch die Hauptrolle des Verbrechers übernehmen wird. Der Film wird genau zu dem Zeitpunkt spielen, an dem sich die Zombies zum ersten Mal in Las Vegas ausbreiten. Ein Ereignis, das nur in einer kurzen, epischen Montage zu Beginn von Army of the Dead gezeigt wird. Laut Snyder wird er vor allem die Geschichte erzählen, wie Dieters Tresorknacker-Karriere entstand. Die Army of the Dead wird auch Army of Thieves mit einem starken Cast antreten, obwohl Schweighöfer der einzige Vertreter aus dem ersten Film sein wird. Ihm zur Seite stehen Natalie Emmanuel, Gus Kahn, Ruby O'Fee und Stuart Martin. Netflix hat noch kein genaues Datum für die Premiere des Films genannt, aber er soll irgendwann im Jahr 2021 auf dem Streamingdienst erscheinen. Lange bevor John Boyega in Star Wars die Erste Ordnung bekämpfte, kämpfte er in dem urbanen Sci-Fi-Abenteuer Attack the Block gegen weitaus monströsere Gegner. In dem von Joe Cornish geschriebenen und inszenierten Film aus dem Jahr 2011 spielte Boyega die Rolle von Moses, dem Anführer einer Straßengang in Südlondon, die beschließt, ihre Nachbarschaft von bösartigen außerirdischen Eindringlingen zu befreien. Das Sequel wird Boyega und Cornish wieder zusammenbringen, wobei Cornish erneut sowohl das Drehbuch schreibt als auch Regie führt. Dieses Mal wird Boyega auch als Co-Produzent fungieren, zusätzlich zu seiner Rolle des Moses. Im Gespräch mit Deadline sagte Boyega, es ist ein Jahrzehnt her, seit Attack the Block veröffentlicht wurde. Und seitdem hat sich so viel verändert. Ich freue mich sehr darauf, dass die Geschichte in den Straßen Londons wieder aufgenommen wird. Moses ist einer meiner Lieblingscharaktere geblieben und ihn zurückzubringen ist eine große Ehre. Cornish schloss sich der Begeisterung seines Kollegen an und sagte, ich bin begeistert, dass wir unsere Rückkehr in die Welt von Attack the Block offiziell zum 10. Jahrestag der Veröffentlichung des Films ankündigen. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit John zusammenzuarbeiten und den Zuschauern ein noch umfangreicheres Exemplar der Alien-Action in der Innenstadt präsentieren zu können. Obwohl der Stephen King-Roman Friedhof der Kuscheltiere ein ziemlich eindeutiges Ende hat, kann man das nicht von der Verfilmung von 2019 behaupten, die die Geschichte mit einem viel offeneren Ende neu erfunden hatte. Daher macht es Sinn, dass Friedhof der Kuscheltiere 2 nun von Paramount in Arbeit ist und von der Chaos Walking-Autorin Lindsay Beer in ihrem Regiedebüt umgesetzt wird. Der Film wird nicht in die Kinos kommen, sondern exklusiv auf dem Streamingdienst Paramount Plus starten. Das 2019er Remake des Originals von 1989 zeigt Jason Clarke und Amy Simons in den Hauptrollen als Eltern, die einen kleinen Friedhof in der Nähe ihres neuen Hauses entdecken. Nachdem ihr Kater von einem Auto angefahren und getötet wird, begraben sie ihn auf dem Friedhof, nur um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Natürlich geht von da an alles den Bach runter und in typischer Stephen King-Manier wird es ziemlich schnell ziemlich verstörend. Details zum Plot der Fortsetzung sind nicht bekannt, aber angesichts des Endes des ersten Films scheint es fast sicher, dass es eine neue Besetzung geben wird. Der einzige Charakter, der zurückkehrt, ist der Friedhof der Kuscheltiere selber. Im Hinblick auf die Veröffentlichung von Saw: Spiral, dem 9. Teil des Saw-Horror-Franchises, machte sich Star Chris Rock bereits für eine Fortsetzung stark. Im Gespräch mit RadioTimes.com sagte Rock, ich hoffe, dieser Film ist wie Creed, in dem Sinne, dass Creed technisch Rocky 7 ist. Also hoffentlich kommen noch mehr Spirals. Und hoffentlich werde ich dabei sein. Wir werden sehen, ob die Leute es mögen. Glücklicherweise sind die Leute tatsächlich gekommen, denn Spiral hat das Horror-Franchise über die 1-Milliarden-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen gebracht. An sich sind die Zuschauerzahlen von Spiral nicht besonders beeindruckend, obwohl sie keineswegs katastrophal waren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film mitten in der Covid-19-Pandemie veröffentlicht wurde. So wurde vor der Veröffentlichung des Films berichtet, dass Lionsgate aktiv an einem 10. Saw-Film arbeitet, obwohl dies noch nicht vom Studio bestätigt wurde. Und obwohl Spiral-Regisseur Darren Lynn Bousman die Fans davor gewarnt hatte, sich nicht zu früh zu freuen, hatte er zugegeben, dass ein Sequel nicht ausgeschlossen sei. Er sagte gegenüber der RadioTimes.com, ich glaube, dass sie weitermachen werden, wenn Spiral erfolgreich ist. Aber wenn das hier erfolgreich werden soll, müssen die Fans annehmen, was es ist. Und wenn sie es annehmen, denke ich, werden sie weitermachen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Nach dem durchschlagenden Erfolg von Enola Holmes, dem Netflix-Detektivfilm mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle als jüngere Schwester von Sherlock Holmes, hat der Streamingdienst grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. Im ersten Film, der auf einer Romanreihe von Nancy Springer basiert,
läuft die Teenagerin Enola von zu Hause weg, um das mysteriöse Verschwinden ihrer Mutter zu untersuchen. Entgegen den ausdrücklichen Anweisungen ihres älteren Bruders Mycroft, der als ihr Vormund einspringt. Während ihrer Reise freundet sie sich mit Viscount Tewkesbury an, einem jungen Ausreißer, auf den ein Attentat verübt werden soll. Natürlich hat Enola am Ende des Films beide Rätsel gelöst und sich den Respekt ihres berühmten Bruders verdient. Während die Handlung der Fortsetzung noch nicht bekannt ist, wird Enola zweifelsohne einen weiteren Fall übernehmen. Auch wenn noch nicht klar ist, ob sie und Sherlock dieses Mal zusammenarbeiten werden. Brown und Henry Cavill werden in der Fortsetzung wieder in ihre Rollen schlüpfen und auch der Regisseur des Originals, Harry Bradbeer, wird wieder dabei sein. Auf Disneys Investor Day Event 2020 bestätigte das Studio, dass ein fünfter Teil des legendären Indiana Jones Franchises in Planung ist, erneut mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Mit seinen 78 Jahren wird Ford am Ende von Indiana Jones 5 wahrscheinlich seine Peitsche und seinen Filzhut in den wohlverdienten Ruhestand schicken, obwohl das Studio noch nicht verraten hat, ob er den Stab an eine jüngere Generation weitergeben wird oder ob er das Franchise für immer beenden wird. Wir wissen jedoch, dass Phoebe Waller-Bridge, bekannt aus Fleabag, und Mads Mikkelsen aus Hannibal zusammen mit Boyd Holbrook und Jeanette Renee Wilson ihn bei seinem Abenteuer begleiten werden. Begleitet werden sie von der Musik von John Williams, der auch für Indys neuestes Abenteuer zurückkehrt. Auf dem Regiestuhl sitzt James Mangold, der bereits bewiesen hat, dass er durchaus in der Lage ist, das Erbe eines geliebten Actionhelden zu einem würdigen Ende zu bringen. Mangold führte bereits 2017 bei Logan Regie, dem letzten Abenteuer von Hugh Jackman als Wolverine und Patrick Stewart als Charles Xavier. Logan brachte Mangold eine Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch ein und war ein spannender und zufriedenstellender Abschluss für Jackmans und Stewarts Charaktere. Während Indiana Jones 5 wahrscheinlich nicht annähernd so düster wird wie Logan, können wir nur hoffen, dass er einen angemessenen und bewegenden Abschied von einer der großen Action-Ikonen des Kinos bietet. Der Film wird am 29. Juli 2022 in die Kinos kommen. Nach 6 erfolgreichen Teilen des Found-Footage-Horror-Franchise kehrt Paranormal Activity mit einem 7. Film zurück, der erneut eine Zusammenarbeit zwischen Paramount Studios und Horror-Megaproduzent Jason Blum darstellt. Der Film wird von Underwater-Regisseur Will Eubank nach einem Drehbuch von Christopher Landon inszeniert. Nach einer kleinen Verschiebung aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Entscheidung getroffen, den Film nicht in die Kinos zu bringen, sondern ihn direkt auf Paramount Plus zu veröffentlichen. Während noch keine Details zur Handlung bekannt gegeben wurden, können wir schon ein paar Vermutungen anstellen, wohin der Film führen wird. Nachdem sich der erste Paranormal Activity auf das frisch verheiratete Paar Katie und Micah konzentrierte, hat jeder nachfolgende Teil auf die eine oder andere Weise mit Katie und ihrer Familie zu tun gehabt. Insbesondere konzentrierten sich die Paranormal Activity-Folgen meist auf neue Charaktere, die zufällig auf Katie und ihren dämonischen Begleiter Toby treffen, was es dem Franchise ermöglicht, breitere und kompliziertere Geschichten zu erzählen. Es scheint fast sicher, dass der 7. Film diesen Trend in gewisser Weise fortführen wird und eine neue Gruppe von Charakteren einführt, die dazu verdammt sind, ihr Leben von Katie und ihrer Familie ruinieren zu lassen. Dem Stil der ersten 6 Filme folgend, könnt ihr auch darauf wetten, dass der Film in einem Found-Footage-Format präsentiert werden wird. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Obwohl es schon mehr als 4 Jahrzehnte her ist, dass Starfight die Zuschauer begeisterte, könnte der Zeitpunkt für eine Fortsetzung des 80er-Jahre-Action-Klassikers tatsächlich richtig sein. Im Originalfilm geht es um einen Teenager, der ein Videospiel bezwingt, nur um herauszufinden, dass besagtes Spiel in Wirklichkeit ein Rekrutierungswerkzeug ist, um Soldaten zu finden, die in einem interstellaren Alienkrieg kämpfen können. Offensichtlich haben sich Videospiele seither stark verändert, was natürlich einen Weg darstellen könnte, die Geschichte fortzusetzen. Im Gespräch mit Moviehole sagte Jonathan Petrue, der Autor des Originalfilms, über die Fortsetzung: "Es ist kein Remake. Es wird die Geschichte fortsetzen. Was sich verändert hat, ist die Zeit selbst. Sicherlich, weil sich die Videospiel- und Alien-Welt weitergedreht haben. Es wird kein Zeitsprung in die 80er Jahre sein. Wir heben es auf das nächste Level. Wir geben die Fackel weiter. Oder den Joystick." Betuel wird die Fortsetzung, die den Titel The Last Starfighter trägt, zusammen mit Rogue One-Drehbuchautor Gary Witter schreiben. Im März 2021 twitterte Witter ein Showreel, das Hinweise auf die Handlung des Films enthält, in der es anscheinend darum geht, dass ein Alien versucht, einen ausgewachsenen Alex, den Protagonisten des ersten Films, zu ermorden und Alex sich daraufhin ins Weltall begibt, um herauszufinden, was los sei. Laut Betuel war der Weg zu einem Sequel ein steiniger, doch er ist optimistisch, dass es endlich in Angriff genommen werden kann. Betuel sagte: "Ich musste einen jahrelangen Prozess durchlaufen, um die Rechte zurückzugewinnen. Aber das wurde kürzlich vollbracht. Und obwohl es nie einen klaren Weg gibt, sieht es so aus, als hätten wir jetzt eine wirklich gute Chance. Also freue ich mich wirklich darauf, sie zu nutzen." Obwohl der lustige Creamy Knives Out aus dem Jahr 2019 so geschrieben wurde, dass er in sich abgeschlossen ist, verwendete Regisseur Rian Johnson keine Zeit damit, die Zuschauer wissen zu lassen, dass er offen für eine Fortsetzung wäre,
indem er Collider erzählte, wenn dieser Film auch nur halbwegs gut läuft, werde ich sofort mehr davon mit Daniel machen. Wie sich herausstellte, lief Knives Out viel besser als nur gut, spielte weltweit mehr als 300 Millionen Dollar ein und rechtfertigte nicht nur eine, sondern gleich zwei Fortsetzungen, die beide direkt zu Netflix gehen werden. Der Wechsel zu Netflix ist überraschend, wenn man bedenkt, dass der erste Film über Lionsgate in die Kinos kam. Doch es war die Entscheidung von Johnson und seinem Produktionspartner Ram Bergman, die Fortsetzung direkt auf die Streaming-Seite zu bringen. In beiden Filmen wird Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc zu sehen sein. Aber er wird der einzige Vertreter aus dem ersten Film sein. Abgesehen von Craig sagt Johnson, dass die Fortsetzungen von Knives Out jeweils eine andere Besetzung, einen anderen Schauplatz und ein anderes, donutförmiges Rätsel haben werden, das Blanc lösen muss. Ähnlich wie Agatha Christie's Hercule Poirot-Romane, die als Inspiration für den Originalfilm dienten. Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum für die beiden Fortsetzungen feststeht, ist die Besetzung genauso beeindruckend wie im ersten Film. In Knives Out 2 werden Catherine Hahn, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Edward Norton und Kate Hudson in den Hauptrollen zu sehen sein. It makes no damn sense. Compels me though. Schaut euch auch eins unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.